Willkommen, liebe Modellfliegerkameraden hier auf Modellpilot.eu. Wir stehen am Stand von Freakware. Freakware ist bekannt hier durch Microbeast. Das ist ja ein kleiner Driverless-Lösung, genau. Die den Markt sehr revolutioniert hat. Ja. Und neben mir steht Herr Schack. Herr Schack wird uns jetzt über eine neue kleine Revolution im Hause Freakware etwas erzählen. Ja, dieses Jahr stellen wir auf der Nürnberger Spielbahnmesse unseren Lipo Safer vor. Hier wird ganz präzise gemessen. Es ist also nicht einfach eine Messung, die willkürlich stattfindet, sondern hier wird also wirklich eine präzise Messung durchgeführt. Es ist halt hier der große Vorteil, dass man sagt, man kann effektiver fliegen. Also es ist nicht so, dass man den Akku schonen will, weil mittlerweile sind die Akkupreise so im Keller, dass es keinen mehr interessiert, sondern man kann wirklich effektiver fliegen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Modell habe, mit dem ich normal 5 Minuten rumbolze und merke, da konnte ich ja noch so viel reinladen, hätte ich ja vielleicht noch 2 Minuten dranhängen können, ja. Dann ist das hiermit möglich. Also das ist einfach auf Effektivität ausgelegt. Ja, und wie geschieht das technisch? Ja, technisch ist da eine Referenzspannung drin, aha. Also ist relativ präzise das Ganze von der Messelektronik auch. Nicht sehr simpel, wir haben auch die Möglichkeit mit dem PC halt drauf zuzugreifen, also es ist schon sehr perplex das Ganze. Komplex. Okay, Sie machen mich ja perplex, ja klar. Herr Schack, und es heißt also so, dass man dann regelt er runter und man kann noch ein bisschen weiterfliegen, wie kann man das verstehen? An sich ist es so, dass er einen akustischen und optischen Alarm gibt, ja? Und man kann sich das einstellen, es wird leicht abgeregelt das Ganze, aber es sollte einfach nur so sein, dass der Pieper halt Alarm gibt und dann sollte man die Landung einleiten. Hier ist es auch wieder so, dass man das Ganze einstellen kann, weil manche Piloten brauchen da wieder ein bisschen für, andere kriegen das schneller hin, aber es ist ein frühzeitiger akustischer Alarm oder optischer Alarm. Ja, Herr Schack, recht herzlichen Dank. Das ist doch mal ein tolles Teil. Ne? Also, Herr Schack, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Viel Erfolg hier mit dem neuen Produkt aus dem Hause Freakware. Danke. Tschüss. Danke auch. Ciao.